Hallo, dies ist ein weiteres Video in der Aquarellmalerei, diesmal mit dem Thema Perspektive. Ich hatte ja letztes Mal schon zu Figuren im Watt einiges erklärt, zu der Perspektive, wenn die Horizontlinie sich ungefähr in der Kopfhöhe befindet. Aber es gibt natürlich auch die Varianten, dass die Horizontlinie tiefer oder höher rückt und damit beschäftigen wir uns heute. Viel Spaß! Im letzten Video haben wir uns ja mit einer Perspektive beschäftigt, wo alle Köpfe ungefähr auf einer Ebene sind. Das ist eine Perspektive, die dann entsteht, wenn du als Betrachter mit deiner Sichthöhe bzw. mit deiner Kamera auch auf dieser Höhe bist. Das sind natürlich immer kleine Unterschiede. Manche Menschen sind kleiner als du mit deiner Augenhöhe, manche etwas größer. Aber die Horizontlinie liegt dann ungefähr in der Kopfhöhe, wenn du auch selber in Kopfhöhe der Menschen bist, die du fotografierst, im Watt. Es gibt einen extremen Unterschied, wenn jetzt diese Horizontlinie tiefer rückt oder wenn sie stärker nach oben rückt, dann entsteht etwas ganz anderes in der Perspektive, nämlich eine sogenannte Zentralperspektive, und damit beschäftigen wir uns heute. Ich lege jetzt hier erstmal wieder eine Wattlandschaft an und dann gucken wir, wie die Figuren sich darauf entwickeln. So, ich habe jetzt hier meine Horizontlinie und jetzt möchte ich die Figuren so einsetzen, dass die Augenhöhe bzw. die Horizontlinie ungefähr auf der Hälfte der Figuren ist. Das heißt, man hat sich entweder hingekniet oder die Kamera tiefer gehalten. Jedenfalls rückt die Horizontlinie jetzt deutlich tiefer. Ich fange mal mit einer Figur an und dann gucken wir, wie das weitergeht mit den kleineren Figuren. So, jetzt mache ich eine kleinere, etwas blassere Figur in den Hintergrund und gebe dir einen deutlich kleineren Kopf. Und auch da liegt wieder die in Hüfthöhe ungefähr die Hälfte der Figur. Und so geht das immer weiter. Das heißt, bei allen Figuren schneidet jetzt die Horizontlinie ungefähr die Figur in der Hüfthöhe durch. So, ihr seht, da entsteht jetzt plötzlich was ganz anderes, was die Kopfhöhen betrifft, aber die Horizontlinie ist bei allen ungefähr wieder auf Hüfthöhe, wieder abhängig von der persönlichen Größe. Und jetzt stellen wir uns mal vor, die Sonne liegt außerhalb des Bildes, also ich sage einfach mal hier. Ich mache da mal einfach einen Punkt hin, damit man das besser veranschaulichen kann. Hier ist gerade so ein schöner Fleck, da ist meine Sonne. Und jetzt kommt wieder die Geschichte mit dem Schatten. Das heißt, jeder Schatten bezieht sich auf diese Sonne. Also das heißt, die Fächerwirkung ist nicht so stark, wie wenn ich sie hier stehen habe. Dann geht nämlich hier mal ganz stark was nach links und hier geht mal ganz stark der Schatten nach rechts. Aber wenn ich sie außerhalb des Bildes habe, habe ich immer nur Schatten, die in eine Richtung gehen und eine leichte Fächerwirkung haben. Das wollte ich einfach mal zeigen, dass einfach die Situation sich stark verändert, wenn die Horizontlinie vom Kopf sich entfernt. Das Gleiche spielen wir jetzt nochmal durch, wenn die Kopflinie über den Leuten ist, was dann passiert. Ich habe nochmal eine Wattlandschaft angelegt mit einer diffusen Horizontlinie, die liegt jetzt ungefähr hier. Und jetzt fange ich erstmal mit einer Bezugsperson an, das heißt, eine Figur zeichne ich ein und erkläre dann gleich, wie es weitergeht. Thank you.
habe also jetzt hier diese Figur und weiß nicht genau, wie entwickeln sich jetzt die anderen. Und da kannst du die Höhe bis zum Horizont dir angucken und siehst, das ist ungefähr die halbe Höhe der Figur. Und jetzt kriegen alle anderen auch die halbe Höhe der Figur bis zur Horizontlinie. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine kleinere Figur beginne, hier, dann weiß ich, diese Strecke mal 2 ist ihr Körper zu Ende. Also so. Oder ich mache mal hier eine größere hin. Das ist eine Strecke und wenn ich die Strecke mal 2 nehme, weiß ich, bis hier unten geht der gesamte Körper. Ich mache noch mal eine größere hier vorne hin. Also hier habe ich diese Strecke bis zum Horizont. Das heißt, sie geht nachher bis hier. Jetzt kommen noch mal kleinere Figuren. Also wenn ich jetzt hier den Kopf anlege, weiß ich 1, 2, 3, bis hier geht sie. Kopf ist ein bisschen groß, macht nichts. Soll jetzt nur zum Zeigen sein. So, das einfach noch mal zur Erläuterung. Ich mache noch mal ein paar in den Hintergrund, ein paar kleine. Ihr seht, das ist eine vollkommen andere Situation und die Köpfe rücken natürlich da in diesen beiden Perspektiven nicht mehr auf die gleiche Höhe, sondern sind in unterschiedlichen Höhen. Auch hier werde ich noch mal die Sonne außerhalb des Bildbereiches legen. Dieses Mal lege ich sie hier hin, nur als Beispiel. Und wir gucken mal, wie die Schatten sich dann entwickeln. Das ist wieder das gleiche Prinzip, dass es sich immer auf den Mittelpunkt der Sonne bezieht. Ja, diese beiden Sachen wollte ich einfach nochmal erklären. Weil das einfach eine Schwierigkeit ist, die man verstehen muss, dass eben die Köpfe doch immer auf verschiedenen Höhen sind, sobald die Horizontlinie aus der Kopfhöhe wegrückt, also die Augenhöhe. Ja, dann probiert das einmal aus. Ich habe jetzt keine Beispiele von Teilnehmern dabei, sondern das war einfach nur nochmal ein Erläuterungsvideo. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da oder abonniert meinen Kanal. Ich werde noch weitere Videos zur Perspektive machen. Das wird nämlich erst richtig kompliziert, wenn es um städtischen Raum geht, also um Türen, Fenster, Gebäude. Wenn es nicht nur um einen Einfluchtpunkt, also eine Zentralperspektive geht, sondern um 2 Fluchtpunkte. Aber da kommen wir später zu. Also, dann bis demnächst. Tschüss.